Rund 7,7 Millionen Menschen in Baden-Württemberg sind zur Landtagswahl aufgerufen. Nach ersten Meldungen lag die Wahlbeteiligung vor Ort überdurchschnittlich hoch. Hier in Reutlingen ging der Spitzenkandidat der SPD, Nils Schmid, an die Urne. Gemeinsam mit seiner Frau Thülei betrat er um 22:30 das Wahllokal. Was der stellvertretende Ministerpräsident gewählt hat, dürfte trotz Wahlgeheimnis klar sein. Schmid ist wichtig, die aus seiner Sicht erfolgreiche Regierungsarbeit von Grün-Rot fortzusetzen. Und das gehe nur mit einer starken SPD.